Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Video aus der Reihe Wahrscheinlichkeitsrechnung. Wir haben in den letzten Videos sehr intensiv über verschiedenste Kenngrößen geredet, die man Zufallsvariablen so zuordnen kann. Und jetzt heute möchte ich eben halt mal die Gelegenheit nutzen, mal ganz konkrete Wahrscheinlichkeitsverteilungen durchzusprechen, die man so in der Praxis halt antreffen kann. Und die erste davon, über die ich sprechen möchte, ist die diskrete Gleichverteilung, wo ich eben halt, ähnlich wie wir das jetzt schon ein paar Mal gemacht haben, die Annahme habe, dass alle Ereignisse gleich wahrscheinlich sein sollen. Und die Frage ist jetzt eigentlich nur, wie bildet sich das jetzt in diesem neuen Formalismus, den wir mit den Zufallsvariablen jetzt eingeführt haben, wie bildet sich das da eben ab? Und was hat das für eine Auswirkung auf den Erwartungswert und die Varianz und so weiter und so fort? Ich betrachte jetzt im Folgenden den Spezialfall der diskreten Gleichverteilung auf diesem Intervall von a bis b, wobei das, wobei dieses a und b sollen jetzt eben ganze Zahlen sein und die Massenfunktion definiere ich eben halt über diesen Quotienten hier, also das ist immer dasselbe, das sind für alle Elemente, das ist dieselbe Wahrscheinlichkeit b minus a plus 1, also der Kehrwert davon, für alle Werte, die sich in dieser Menge t befinden und die Menge t soll jetzt einfach alle natürlichen Zahlen sein zwischen a und b. Also ich möchte jetzt also hier in einer Massenfunktion, die möchte ich jetzt sozusagen stückchenweise definieren für alle natürlichen Zahlen oder für alle ganzen Zahlen in diesem Intervall. Und der Wert der Massenfunktion soll dann bitteschön immer derselbe sein, nämlich 1 durch b minus a plus 1. Wie man sich relativ leicht überlegen kann, ist die Verteilungsfunktion davon gegeben über diesen Zusammenhang. Also die Verteilung ist halt, die Verteilungsfunktion ist halt 0, wenn mein x kleiner ist als a, weil etwas, was kleiner ist als a, kann ja gar nicht auftreten und ist 1, wenn mein x mindestens b ist. Also irgendetwas größer b kann ja nicht mehr auftreten. Bis dahin muss ja schon alles passiert sein. Also da muss die Wahrscheinlichkeit 1 sein. Und ansonsten habe ich halt hier im Grunde diesen treppenartigen Zusammenhang. Das hier, diese speziellen Klammern, das sind die sogenannten Gauss-Klammern, die nach unten abrunden. Also die sollen jetzt jeden Wert x einfach abrunden auf die größte natürliche Zahl, die oder die größte ganze Zahl, die eben halt kleiner ist als x. Und davon ziehe ich jetzt noch den Startwert quasi ab, dieses a plus 1 oder a minus 1 ziehe ich davon ab. Und dann habe ich noch das Ganze normiert und damit habe ich sozusagen die Wahrscheinlichkeit für dafür, dass die Zufallsvariable einen Wert kleiner oder gleich diesem x hier annimmt. Grafisch sieht das Ganze so aus. Also die Massenfunktion ist im Grunde diese Funktion hier, die an den jeweiligen ganzen Zahlen, die zwischen a und b liegen, halt immer gleich hohe Massenanteile hat. Links und rechts davon gibt es eben nichts. Und die Verteilungsfunktion, die summiert ja im Grunde das Ganze jetzt auf. Also solange ich noch kleiner bin als a, ist das Ganze eben 0. Und dann kommt dieser erste Impuls, dieses erste bisschen kommt eben halt dazu. Und dann bleibe ich eben die ganze Zeit auf diesem Treppenstückchen, bis der nächste Impuls dazu kommt, bis ich also diesen nächsten Schritt hier mache. Und hier kommt dieser Impuls dazu, sodass ich eben nach da oben komme und so weiter und so fort. Damit kriege ich hier diese schön gleichmäßige Treppe für die Verteilungsfunktion. Massenfunktion haben wir hier, Verteilungsfunktion haben wir hier. Jetzt kann man noch ausrechnen, das müsste man jetzt halt formal machen, dass der Erwartungswert und die Varianz sich eben halt ergeben als diese beiden Terme. Der Erwartungswert ist a plus b halbe, also genau die Mitte dieses Intervalls hier. Und die Varianz ergibt sich im diskreten Fall jetzt zu diesem Term b minus a plus 2 mal b minus a geteilt durch 12. B minus a ist im Grunde die Spannweite, die dieses Intervall hat. Also wie weit liegt das Intervall auseinander? Oder wie breit ist dieses Intervall? Und das geht hier im Grunde, geht das hier quadratisch mit rein. Wobei ich hier halt einmal noch das Ganze um 2 erhöht habe und dann eben noch geteilt durch 12. Aber im Grunde ist halt ersichtlich aus dieser Definition oder aus diesem Zusammenhang, dass die Varianz umso größer ist, je breiter dieses Intervall ist. Und das macht natürlich Sinn. Der Median
liegt hier ebenfalls bei a plus b halbe. Auch das kann man beweisen, dass der Median in der Mitte liegt. Und jedes Element ist halt Modus. Die Verteilung ist multimodal. Der Modus war ja das wahrscheinlichste Element. Und da die ja alle gleich wahrscheinlich sein sollen, sind die halt alle jeweils ein Modus. Machen wir dazu noch ein Beispiel. Beim sechsseitigen Würfel, den haben wir jetzt schon ganz oft gehabt, war die Augen, die Augenzahlen gleich verteilt. Und damit könnte ich das sozusagen darstellen, dass ich halt für a gleich 1 und b gleich 6 wähle. Und dann folgt direkt aus dem, was hier oben steht, dass der Erwartungswert 3,5 ist und die Varianz 2,92, also die Standardabweichung 1,71 ist. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal hergeleitet und jetzt eben halt auch nochmal, wenn wir uns das halt als Gleichverteilung vorstellen in diesem neuen Formalismus, kriegen wir natürlich das gleiche Ergebnis raus. Interessant wird das Ganze jetzt, wenn ich jetzt nicht mehr einen sechsseitigen Würfel, sondern ich habe jetzt einen, zum Beispiel einen 20-seitigen Würfel. Das heißt, der kann jetzt alle Zahlen zwischen 1 und 20 annehmen. Auch die sind jeweils gleich wahrscheinlich. Da muss ich jetzt nicht umständlich mir die Massenfunktion genau aufschreiben und halt ausrechnen, was Erwartungswert und Varianz ist, sondern ich kann hier einfach mit diesen allgemeinen Eigenschaften, die ich über die diskrete Gleichverteilung kenne, direkt schlussfolgern, dass der Erwartungswert sich ergibt als 20 plus 1, also 21 halbe, das sind 10,5. Und die Varianz folgt eben nach dieser Formel, ist 399 Zwölftel, also 33,25 oder eben eine Standardabweichung von 5,77. Und das schwankt logischerweise damit deutlich mehr als das hier, weil hier habe ich ja nur sechs Zahlen zur Auswahl und hier habe ich eben halt 20 verschiedene Zahlen zur Auswahl. Gut, das war's auch schon wieder für dieses Video. Die diskrete Gleichverteilung haben wir jetzt schon ganz oft gehabt, einfach als so eine Art Universalbeispiel für mit einer der einfachsten Verteilungen, die man so halt haben kann. Und das haben wir jetzt einfach nochmal in diesen neuen Formalismus gegossen mit Massenfunktionen, Verteilungsfunktionen und eben halt auch diese beiden Kenngrößen, Erwartungswert, Varianz. Wir haben auch kurz über den Median und den Modus gesprochen. In dem nächsten Video möchte ich eben halt eine ganz zentrale, wichtige Wahrscheinlichkeitsverteilung vorstellen, nämlich die sogenannte Binomialverteilung. Fragen, Kommentare oder Anregungen, bitte gerne unter dem Video posten. Da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir da was hinterlasst. Und ansonsten eben halt bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.